Moin Moin, ihr Geilen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Secret Hitler. Heute mit unseren Faschokandidaten Brammen, Dalu, Christian, ja, gut, Sebastian und Mikkel. Guten Tag. Hallo. Meiner Moin. Hallo. Wir sind wieder 6 Leute. Wir haben, oder ich habe zumindest nochmal die Kommentare festgehalten, dass mit den Regeln, die wurden ja nochmal erklärt und so weiter. Es kennen sich jetzt Fascho und Hitler. Ja, also sie sind verbündet, sie sind offiziell ein Team jetzt. Das ist ja voll unfair. Ansonsten ist hier für die Leute, die halt hier noch zugucken wollen, was ich bin. Ich zeig das jetzt in 3, 2, 1. Du bist eine halbnackte Frau. Geil. Genau. Und das war's. So, wir fangen Hitler an. Mit auf jeden Fall. Titler. Titler. Braun. Nice. Brammen. Oh. Geil. Ich darf anfangen. Sie haben ja mal Premium. Ja, braune Brammen. Absolut. Ja, Premium. Yay. Das ging aber sehr schnell. Da wird sich ja schon wieder hin und her geschoben. Okay, habt ihr euch endlich zu erkennen gegeben gegenseitig? Aha. Wir wissen doch schon, dass wir gegenseitig. Wir haben uns in Nürnberg getroffen und da waren wir dann echt gute Freunde. In Nürnberg, aber da waren noch die Prozesse, Jay. Ich weiß nicht, ob du da. Ach, ja, echt? War das nicht da irgendwas nicht anderes? Nürnberger war nicht Prozess. Also, vielleicht habt ihr euch da auch getroffen vor dem Gericht. Ja, da war da auch der große Tag. Ist aber, ist aber trotzdem ohne Schuld. War ja nicht auch der große Goebbels-Tag? Ja, da wurden viele Reden geschwungen, auf jeden Fall. Keine Ahnung. Ja, würde ich gerade sagen. Nee, aber schwierig, dass ihr jetzt schon so ein Team seid. Ja, gucken wir mal, ne? Du musst ja. Ich weiß doch, schau mal. Nee, was für ein tolles Team wir sind. Wir müssen ja irgendwo anfangen. Ne? Ja, das ist ein klassischer Fascho-Move, Chris. Halt jetzt schon ja, rot. Das kann natürlich sein. Ne? Also, das aber das wäre halt genauso ein klassischer Fascho-Move gewesen, wenn er das Ding dir direkt vor die Nase gesetzt hätte. Ja, ist ja ganz egal. Nee, das nicht. Liebe Faschisten, Freunde und Liberale, das ist eine blaue, möchte schön euch als wunderbarer Kanzler sagen, wir ziehen in den Krieg gegen Polen. Was? Aber Jay, du hast doch extra nochmal die Karten gecheckt. Wieso hast du das getan, wenn du zwei rote hattest? Warte mal, was ist denn gerade hier groß passiert? Gemacht. Hey, Moment, achso, okay. Ich hab die groß gezeigt für den. Ich hab das nur vergessen. Ich hatte, die eine rote Karte. Ich hatte sie halt einmal schon umgedreht, dann hatte ich sie quasi schon weggelegt, aber dann habe ich sie wieder zurückgenommen, um sie halt nochmal groß zu machen. Ich frage mich, ob man die Karten für die Zuschauer wirklich groß machen muss, weil ob sie rot oder blau sind. Oh, ja, da, Lu, das mache ich immer. Das macht sie tatsächlich immer. Als Faschmann, glaube ich, da war Schmu im. Ja, und nicht jetzt. Ich möchte mal sagen, wer hier der Präsident ist, ja, und nicht wer der Kanzler war. Hier ist. Der Präsident ist da, Lu, möchte ich nochmal sagen. Ja, ja. Also irgendwas ist hier cheesy. Das gefällt mir schon alles gar nicht. Dalu, du kannst doch nicht. Ja, also achso, du hast Mikkel. Ja, ich bin nicht von. War so sneaky, das hab ich gar nicht mitbekommen. Also wir haben hier vier Liberale am Tisch, möchte ich aber dran erinnern. Ja, die kommen jetzt auch der Reihe nach noch dran. Dalu, wer muss den Mobs runterlassen. Ist ja eigentlich voll geil, dass der Fascho sich gar nicht dem Hitler erkennen muss. Das heißt, der muss jetzt zwangsläufig gar nicht erst am Anfang den wählen. Nicht ganz gut. Treten da auf dem Brett an der dritten. Okay. Haben alle gewählt, ne? Vielen Dank. Also Dalu, da hätte ich vielleicht nochmal kurz drüber geredet. Nee, das war für mich klar. Ja, ja, aber taktisch. Ist, also ich weiß, dass ich liberal bin und Dalu und ich sind nie in einem Team, also muss er Fascho sein. Ich weiß, dass ich recht habe und Corona eigentlich nur Schmu ist. Von der Regierung. Genau. Spielen wir jetzt hier Secret Attila Hildmann oder was? Ja, ja. Das wär ein Mod, weißt du? Ah, das wäre aber auch mal Mikla nice. Ist ein Ehrenmann. Aha, ein nice. Ehrenmann ist Mikla. Ja, was hattest du? So, hattest zwei du rote, eine blaue hatte ich. Ja, okay. Also ich konnte eine rote weglegen. Nice. Damit bin ich wohl der integreste Mann an diesem Tisch gerade. Nee, Dalu. Nicht Dalu, aber Dalu, ich glaube, also du bist 0,8 und Dalu 1,0. Kann ja auch sein, dass er irgendwie zwei blaue und eine rote gezogen hat. Oskar, ich lass dich runter, Sekunde. Aber warum solltet ihr dann beide... Oh, Mikkel, bist du etwa auch der andere Böse, der quasi seine Katze auf dem Schoß hat und streichelt? Okay, ich möchte kurz mal festhalten, dass wir jetzt die Situation haben, ja, dass einer das zweite Mal dran sein wird. Oder du nimmst... Entweder du nimmst halt Sepp, aber dann haben wir auf jeden Fall zwei Faschos drin gehabt.
die halt wählen mussten, logischerweise. Was, also jetzt mal ganz kurz, was ist der Nachteil, so blöd das klingt, wenn man wirklich dann zweimal Sepp nimmt? Weil, wenn er jetzt Kacke macht, dann wählen wir halt danach einfach nein. Ja. Das ist doch wurscht eigentlich. Das ist richtig. Eigentlich hast du also, immer die Kasse ja, das Problem ist, wenn die jetzt eine rote legen, kann man theoretisch Sepp anfangen zu misstrauen. Theoretisch. Also wenn, also rein... Weil können ja, Christian und Sepp könnten ja in einem Team sein. Theoretisch, wenn wir beide Fascho sind, Christian zwei Blaue zieht, könnten wir sagen, okay, wir haben jetzt zwei Blaue weggemacht, und aber das wäre schon kann halt echt... Ein, ja, das kann ja, halt einen fegen. Du musst darum geht's davon ja ausgehen, Sepp. Wir haben jetzt drei Ziehungen, zwei Ziehungen gehabt, jetzt kommt die dritte Ziehung. Wenn jetzt wirklich mal drei Rote dabei sind, ja, ich weiß es ja noch nicht, dann wirst du wahrscheinlich als Präsident gleich sehr übergangen werden. Warum? Du hast doch im Zweifel die Blaue weggelegt. Nicht ich. Ja. Also, eben du ich, sagst ja, doch, was Sepp hatte. Also, kann ja trotzdem, also, kann ja genau jetzt der Fall eintreten. Ja, da recht. Ja. Also, aber also wir spielen ja auch noch mit Jay, oder? Ja. Erstmal musst du gewählt werden. Also Jay, so Jay weit sind wir doch nicht, Christian. Ja genau klassischer Fashion-Move. Ja, wirklich, so weit sind wir doch nicht, Christian. Ich hab halt mein Regierungsprogramm schon Mama, fertig. Ja. Ja? So einer ist auf jeden Fall Jay. Ich so, wer ist der? Wieso bin ich der? Was ist ein Quatsch? Na. Ich wollte nur deine Reaktion testen, Julian. Ja, Dalu, mach keine Scheiße wieder. So wie bei der letzten Folge. Ja, ja dann benimm dich halt normal. Ich benimm dich doch normal. Sei verschuldet, wenn du so spielst. Ich kann auch nichts dafür, dass ich zwei Rote da kriege. Also Sepp wird jetzt gefickt, wenn er gleich eine Rote liest. Warum? Bist du dann auch Fascho, weil Bram dich gefickt hat? Ja, das finde ich irgendwie auch schwierig. Also deine Erklärung, wenn du mich ankreidest, dann bist du aber sowas von auch drin. Ja. Aber vier Faschos hier am Tisch. Unterscheidet sich das zu dir, Jay? Ja. Eher wäre ich dann, wenn Sepp jetzt jemanden ankreidet oder Jay, dass die beiden zumindest nicht in einem Team sind. Das könnte man ja nehmen. Wer dann was ist, das will ich mir gar nicht anmaßen. Sehr gut, dann darf noch mal. Also sind wir uns einig, Jay ist der Fascho. Jonathan, ich glaube, wir sind uns einig, dass Sepp ein Bruder ist. Und Christian. Sebastian hatte die Wahl. Ich habe zwei rote und eine blaue gehabt. Also, okay, eine also rote ziehen wir... Sehr viele einzelne blaue, beziehungsweise Christian, drei was, rote. Christian, hattest du zwei rote oder zwei blaue? Zwei rote. Okay, das heißt, es müssen also unfassbar viele blaue ja noch drin sein. Müssten da noch vier blaue drin sein. Ja, wer weiß, wie viele blaue in Runde 1 verloren gegangen sind. Vielleicht hat sich da ja auch Fascho und Hitler gegenseitig also mindestens eine. Und zwei blaue verschwinden Brabben lassen, wer weiß. So sieht's aus, weil das super smart gewesen wäre, wenn ich Hitler mit in den Tod gezogen hätte. Oder wenn ihr wisst wenn ja, Hitler das wäre, er mich in den Tod gezogen hätte. Ja, Bram. Oder ihr habt einfach also, gedacht, ja. So, schön die Blaue erst verschwinden lassen und mir die zwei Der Vorteil ist, dass Hitler den Fascho kennt, dass man nicht mehr darauf spekulieren muss, dass er checkt, was passieren soll. Er kann es einfach machen. Ja, ja, also definitiv. Irgendwann wird wahrscheinlich die Wahl kommen, wenn sie nicht schon war, dass zwei zusammen waren. Hallo. Ja. Siehst du dich bei Ich sehe mich. Momentan sehe ich mich da super krass. Ja, Dalu auch noch. Ja, Dalu ist... Also wenn ich es vermeiden kann, dann wäre, also Mikkel wäre natürlich auch eine Option gewesen, aber will ich vermeiden, weil er der Nächste ist. Also das kann man ja vermeiden jetzt. Also Kuschel noch. Alle sind dafür, dass immer... Enttäusch uns nicht, Dalu. Ich schreibe mich. Ja, so weit, also das Spiel ist noch nicht so weit fortgeschritten, dass du da dir da Gedanken, glaube ich, machen musst. Gott, als Sepp gerade die Policy-Karte abgelegen hat, hat mein Magen angefangen zu grummeln, ob das ein Zeichen war. Oha. Ich hatte drei rote. Also ich weiß nicht, wie das sein kann, aber Brammen muss dann was verschwunden lassen haben. Oder da sind vier blaue drin. Das ist Bullshit, Sebastian. Das wie viele blaue soll es denn insgesamt geben? Genauso gut kann bei Dalukat und Mikkel was verschwunden sein. Es gibt sechs Stück insgesamt. Oder bei Christian und dir, dass Christian doch eine blaue weggelegt hat. Ja, aber aus meiner Sicht, ich habe drei rote gezogen und also es wäre super lucky, wenn hier halt jetzt noch vier drin wären. Nee, da stimme ich dir zu, aber ich Und aus deiner Sicht bin ich wahrscheinlich der Nein, oder jemand anders. Nein, hör doch mal zu. Okay. Deine Aussage passt genauso auf Dalu und Mikkel als auch auf Chris und dich. Ja, aber warum Christian könnte auch eine blaue verschwinden lassen, genauso wie Dalu und Mikkel. Ja, das stimmt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist bei uns beiden halt höher, weil die Wahrscheinlichkeit ist niedriger, dass wir drei rote ziehen.
kann mich auch nicht erinnern. Genau, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Christian und Christian eine blaue hat verschwinden lassen oder Dalu. Weil bei mir war die Wahrscheinlichkeit, drei rote zu ziehen, am höchsten. Das ist... Nee. Doch. Nee, der Stapel ist doch vorher gemischt. Nee, der Stapel war ganz am Anfang voll. Da sind die meisten roten ja, drin. Aber die wurden ja nicht nochmal gemischt. Die meisten blauen. Dann, wenn ich dann drei rote ziehe, dann ist es super unwahrscheinlich, dass Dalu und Mikkel halt vielleicht nur eine blaue ziehen. Also das wird immer unwahrscheinlich. Also auf jeden Fall schon sehr unangenehm, dass du da zwei rote gerade mir gegeben hast. Ja. Das ist so oder so unangenehm. Das halt mal definitiv. Das ist sehr unangenehm. Das für dich. Das halte ich auch weiter so in den Hinterkopf. Ich wollte nur Sebastians mathematische Aussage korrigieren. Ja, aber ja, ich finde trotzdem, dass. Also, Sebastian hat trotzdem die richtige Aussage getroffen, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass du eine fast verschwunden hast. Kann man da jemand mal in den Kommentaren so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung aufstellen? Liegst du falsch hier mal wieder? Ja, ich liege eigentlich immer ziemlich irgendwie richtig. Ja, gerne. Oh Gott. Ja, ich glaube, also damit bin ich noch d'accord. Da kann man doch bestimmt eine Bachelorarbeit drüber schreiben. Oder Präsidentschaftswahl muss ich machen. Vertraust du Mikkel, Dalu? Nee, wie soll man in dem Spiel wen vertrauen? Du wählst dir einen aus, gibst ihm die Karten, die du ziehst, und er entscheidet dann, was passiert. Solange keiner eine blaue, eine rote legt, obwohl du ihm eine blaue gegeben hast, ist alles möglich. Am Ende. Ja. Er darf dann, was darf er machen? Die ersten die drei Karten. Die nächsten angucken. Drei Karten examinieren. Das ist dann quasi das neu gemischte. Genau. Okay. Ja, meinetwegen. Die darf der sich angucken machen. Oder darf sie auch aus. Darf ich mir angucken? Okay. Oh, Mikkel ist ein neugieriger Junge. Will sich jetzt die Karten nur angucken? eigentlich dürfte Mikkel gar keine Wahl haben. Eigentlich müsste er jetzt drei blaue ziehen. Ja. Also. Also eine müsste schon dabei sein bei fünf Karten. Das ist schon. Ist jetzt nicht hundertprozentig, ja? Also da muss ja jetzt eine blaue drin sein, sonst ist Mikkel ja. Außer da ist jetzt nicht so 100% blaue, aber mal gucken. Außer da wirklich zwei Faschos, zwei blaue direkt gekillt und. Ja, selbst dann kommt das nicht hin. Also dann müssten wir mehr. Haben wir drei Faschos vielleicht? Wenn das der Fall wäre. Ladies and Gentlemen, wir haben ein Problem. Warum? Ich habe zwei blaue gerade bekommen. Also ich habe drei blaue gezogen. Das ist kein Gag. Damit ist meine Aussage dann wohl korrekt. Ja, damit ist niemand Fascho an diesem Tisch, oder was? What the fuck? Weil, ist ja nice. Weil eine blaue liegt hier noch drin. Das heißt, es fehlen noch zwei. Aber ob das jetzt zwei blaue sind, kann sein. Okay. Kann nicht sein. Kann hundertprozentig nicht sein, weil jeder von uns schon mal dran war. Weil jeder und kein Fascho legt was weg. Ich darf jetzt draufmischen, kurz nur bevor. Warum sollten alle blau noch im Spiel sein? Ich bin ja, das stimmt da schon. Da ist aber noch eine blaue drin, oder nicht? Aber nee, zwei. Es gibt nicht nur fünf, gibt sechs. Ja, aber Mikkel und Christian haben jeweils eine abgelegt. Es gibt sechs. Stimmt, da ist eine drin. Mikkel hat auch eine abgelegt. Ja, genau, dann ist da eine drin. Das heißt, eine wurde. Also wenn überhaupt maximal eine blaue. Das hätte sein können. Bitter. Oder, also gut, aber ja, vergleichsweise jetzt, vielleicht nicht jetzt schlecht. Jetzt zu ziehen, Jay, ist halt bitter. Ja. Jetzt will ich Kanzler sein. Das ist jetzt echt nicht so cool. Yay! Safe Fasche wäre jetzt eine Und ich bin ja schon der gerade die zwei Runden. Ja, komm, Jay, lass andersrum spielen. Nee, mit dir spielen. Nee. Das will ich definitiv. Wie dumm ist ich das? Ich sag euch haben? Hier, die beiden. Sus! Ja, hundertprozentig Sus. Mega dumm. Beiden, Dalu? Braun-weiß. Wer mag mich von euch nicht? Ist, macht das Sinn? Im Wer Spiel mag oder mich nicht? Das macht, also. Das macht in keinem Fall Sinn. Doch. Außer die vier anderen Liberalen, wenn wir beiden Fascho wären, würden wir auch. Also es macht halt Sinn, wenn ihr euch wirklich rausnehmen wollt jetzt. Vor allem, ich mach dich danach auch noch als. Du bist danach ja auch noch Präsident. Also nein. Ich finde das auch sehr suspicious. Ich liebe Eugen mit Sepp. Dass du gegenseitig wählen wollen würdest. Also, aber. Ja, aber das musst du ja gar nicht machen, weil Hitler und Fascho sich ja kennen. Dalu hat eigentlich auch. Dalu hat auch eine blaue gelegt. Dalu und Sepp, für mich sind beide liberal. Ja, das Problem ist für mich halt, weißt du, Mikkel hat als Präsi gerade blau gelegt mit mir, der hat als Kanzler mit mir eine blaue gelegt, aber dem kann ich gerade die Kanzlerschaft nicht geben, weil da der scheiß Button liegt. Ja.
Ja gut, ihr seid aber jetzt auch gerade gezwungenermaßen blau gewesen. Ne? Also, ja, das stimmt schon. Ist ja auch so. Ja, gut. Ist natürlich ärgerlich für Mikkel, dass er jetzt keine roten oder blauen verschwinden lassen könnte. Oder Sepp. Ich glaube nicht. Also ihr könnt es so oder so schon auf mich abwälzen, wenn ihr wollt, weil ich habe ja schon die rote gelegt, die Sepp mir gegeben hat. Ich bin immer noch der Meinung, wirklich, es ist Jay und ich bekomme eh eine rote. Warum bin ich, warum, Dalu? Ich habe doch nur zwei rote bekommen als Kanzler. Warum sollte ich es instant sein? Ich habe nichts mir getan. Naja, du shootest halt direkt gegen mich und die Wahrscheinlichkeit, in der ersten Runde drei rote zu ziehen, ist halt die höchste. Dalu, wir haben eine Frage. Ja. Wie würde der Gedanke gefallen, wenn, also da ja die Wahrscheinlichkeit jetzt sehr hoch ist, dass wir drei rote bekommen, wird die Wahrscheinlichkeit ja auch sehr hoch sein, dass der Präsident sich die drei Karten angucken kann, richtig? Das Blöde ist, dadurch, dass wir das Ganze schon gesagt haben, werden wir unabhängig davon drei rote bekommen, selbst wenn dann eine blaue bei ist. Nee, weil, also, ja, so alle gehen davon aus. Es ist ja halt legitimiert, das stimmt. Ja, schon. Ja, okay, das ist mir gerade egal. Mir ist so viel wichtiger, die drei Karten, die geguckt werden, hab ich irgendwie ungern bei Jay und Bram. Dann lass doch zweimal Nein wählen. Skippen. Glaube ich auch. Ich würde auf Dalu skippen. Und dann, also wenn eine blaue kommt, ist cool. Und wenn halt die drei Karten sich angeguckt werden, dann bin ich da eher bei Dalu, als bei Jay und Bram, genauso mir, würde ich halt nicht trauen gerade. Warum sollte ich dir nicht trauen? Weil ich auch genauso wie Bram eine rote gelegt habe. Christian, Frage. Moment. Wenn, egal, sagen wir mal Jay oder Dalu, völlig egal, ist ja nur theoretisch. Wenn Jay jetzt quasi Präsident ist und die Wahl läuft ab und er legt eine rote dahin, guckt dann Jay oder würde dann Bram? Jay guckt. Also der die rote Präsident gelegt hat, ja, okay. Die Präsidentschaft. Genau. Ja, ich bin da zweimal skippen. Würde ich zweimal skippen, genau. Das ist ziemlich cool. Ja. Ja, also sind wir direkt alle cool damit? Ja, meinetwegen, wenn... Oder? Aber wir wählen trotzdem, mir ist es egal. Ja. Yeah. Nice. Jay, was? Ja, das stimmt, okay. Natürlich, er hat ja auch Gewehr, war Präsident. Natürlich wählt er ja. Ja, wen wählt er? Schon einen nach vorne. Oh, da bin ich dagegen. Aber jetzt bin ich gespannt, wem sagt ihr denn, wen ich wählen soll? Ja, das wäre. Nimm doch mich, so da kann ich wenigstens zeigen, dass ich keine Scheiße mache. Das ist in meinen Augen gar nicht so wichtig. Das war gar nicht. Also, ich kann nicht. Kannst genauso gut ja, dann siehst du ja, ob ich eine blaue weglege oder nicht. Ja. Als ob du dich direkt. Also ja, ich würde mich gerne. Ich würde gerne versuchen zu beweisen, dass ich ein Guter bin. Weil ich bin halt außen vor, ich bin aber liberal. Wie soll ich das halt beweisen? Nicht, wenn du eine blaue legst, dann kannst du halt immer noch genauso Fascho sein. Also ja, ich will nur anfangen, irgendwie euer Vertrauen zurückgewinnen. Also ich sag euch mal, wie es ist. Also Jay und ich haben grundsätzlich bei Secret Hitler immer ein Problem. Es ist so dieses Gefühl, was ich habe, dass ich sage, ich würde ihm wirklich gerne mal vertrauen. Also dieses, ich möchte nicht voreingenommen sein, dass Jay einfach Fascho ist, wenn ich liberal bin. So, aber ich habe trotzdem Angst, jetzt wieder in die Scheiße zu treten. Dann nimm doch einfach nicht. Ja, aber wenn ich, wenn jetzt eine blaue und eine rote von dir zur Wahl kommt, ja, und ich die dann rote schreist lege, du mich um. Ja, und da ich für alle doch schon der Fascho bin am Tisch, dann werde ich bestimmt nicht umschreien können. Ja, aber warum können das Risiko überhaupt eingehen? Nimm doch einfach Sepp, der hat schon eine blaue gelegt. Moment, also... Für mich bist du kein Safe-Fascho, weil... Ja, ist aber egal, gefühlt bin ich... Also, Dalu, du hast mich für mich nichts zu verlieren, wenn du Jay nimmst. Ja. Aber außer den Schreikampf. Also, außer... Also ja, aber das sind wir doch... Ich werde einfach blau nehmen. Ich würde... Das ist ja egal. Was spricht denn dagegen, Sepp zu nehmen, der schon eine blaue hat? Ja, aber was spricht es... Also der hat gerade eine rote als Präsident gelegt, obwohl er halt Pech hatte. Na und kann halt sein. Ja, aber Jay war doch nie Präsident. Dalu, warte mal, bevor du Sachen ablegst. Solltest du jetzt eine rote hinlegen, bewahr dir mal lieber einen Kanzlerbutton für jemanden auf, den wir danach als Hitler wählen können. Warum wollen wir danach Hitler wählen? Ja, also nicht Hitler wählen, so rum. Also deswegen würde ich danach vielleicht ein bisschen gucken. Weil wenn du jetzt Sepp nimmst, kann der danach auf keinen Fall Kanzler werden. Wobei, dann könnte man Mikkel nehmen. Ja, das ist richtig. Ja, aber dann... Wieso willst du denn den... Aber guck mal, okay, pass auf, ich sag dir warum, Bram. Sepp hatte einmal die Wahl, was verschwinden zu lassen. Jay hatte diese nicht. Das ist eine Sache. Sepp hätte was machen können. Jay hätte das... Ja, weil du sagst... Ja, und du bist auch jemand, der schon einmal die Wahl hatte. Jay ist eigentlich der bis dato am wenigsten tun konnte. Genau. Jay verdächtige ich nur aufgrund seiner Art.
Danke. Das ist sehr lieb. Grund, Jay hat plus 10 aus Misstrauen. Das ist eine vernünftige Begründung. Ich bin ja auch ein guter Secret-Hitler-Spieler. Das ist genau der Nachteil. Manchmal spielst du einen sehr. Ich vertraue Dalu in Among Us auch nicht, weil er ein guter Spieler ist. Ja, ich verstehe das. Hitler. Das habe ich schon mal gemacht, das stimmt. Mir ist das eigentlich total egal. Aber bevor wir das darf eigentlich egal sein. Mir war nur wichtig, dass Dalu halt Präsi ist. Das ist in meinen Augen egal, wer Kanzler ist. Hallo, darf man nochmal deine Antwort noch sehen, Sepp? Ich glaube, er hatte doch. Ich dachte, ich hätte es auch gesehen. Ja, bei mir hat er gerade das Ja wieder eingepackt und dann direkt gemerkt hat, dass er das Nein dann doch nicht zeigen darf. Sepp zeigt schneller als sein Schatten. Ja. Babam! Oh, das ging schnell. Geht halt eigentlich so schnell. Er hat noch überlegt. Nee, er zeigt die Karten. Nein, das hat er vorhin auch. Ich weiß, aber überlegt. Er hat die Karten gezeigt. Jay braucht immer noch ein bisschen Zeit. Und jetzt braucht er einfach sehr lange, weil. Er hält die einfach die ganze Zeit in der Hand. Dalu, warum hast du mir 2 rote gegeben? Nein, das machst du nicht. Okay. Nice. Krass. Krass. Okay, wunderbar. Das war nice. Ja, Mist. Ja, sehr gut. Wieso Mist ist doch eigentlich gut. Also ja, das ist gut, aber also ich hatte mir mal ein paar andere Sachen ausgedacht. Was war denn das für eine Anmerkung? Ja, aber Mist zu sagen, bringt ihm ja auch nichts, weil er weiß ja, wer sein Kollege ist. Weißt du, was ich meine? Also er wüsste ja, wie es ablaufen würde, wenn er Fascho wäre. Also, ja, wenn er auf eine Route gesetzt hat, dann wäre die Reaktion schon logisch. Also ich bin so gespannt auf das Ende, ob Jay jetzt einfach die Blaue legen muss und wäre das Dümmste, was man machen könnte als Fascho, die auch eine Blaue zu legen, weil vielleicht du wärst Hitler. Einfach auf die 3 Roten jetzt. Ja, oder du vertraust einfach darauf, dass irgendwann vielleicht Hitler gewählt. Ich weiß es nicht. Ah, ist er, also, ne? Ich bin gespannt. Dalu, was hast du denn? Zwei rot, eine blau, also optimal. Dalu, okay. Das traut mir immer noch. Ich spiel einfach nächstes Mal wie so eine Schnecke, ey. Aber ich hab das muss ich gar nicht beschweren. Ich hab in der allerersten Runde Rode gezogen, mir glaubt keiner. Das wirft mich halt ein bisschen raus. Also, ich kann halt nur Mikkel oder Sepp wählen. Tut mir leid, Bram. Naja, Sepp kannst du genauso wenig wählen, theoretisch. Ja, genau. Sepp hat auch als Präsi eine rote gelegt. Wieso steht Sepp über mir? Ja, das stimmt. Dann kann ich nur Mikkel wählen. Ja. Ich nehme die Wahl an. Vielen Aus Dank. Der Perspektive könntest du Mikkel wählen, aber der heißt Mickler. Secret Mickler. Da bin ich eher für Sepp. Ich weiß. Das ist immer die Gefahr, dass Mikkel. Ach, Quatsch, Mikkel. Es ist immer die Gefahr, dass Hitler halt blau spielt, aber da müssen wir halt mal ein bisschen jetzt drin vertrauen. Also es gibt eine Regel, die immer wahr ist bis dato. Wenn ich Inno bin, ist Mikkel Fascho. Das war doch bisschen Fascho. Er war da nur solange er jetzt Fascho wäre, wäre ja cool. Das solange ist die Hitler, einzige Regel, die in den letzten 10 Folgen nie gebrochen wurde. Hitler ist egal, Christian. Hitler ist egal. Ist doch egal. Guck mal, das ist ja mega. Mikkel! Hitler ist egal. Aber dir ist klar, weil dir eventuell blüht, ne? Puh, das wird lustig, ey. Mikkel und Christian im Schreiduell. Ja, also, Mikkel, ich vertraue dir da nicht, nur zu Ende. Schreiduell. Mikkel, ich weiß ja, wenn du jetzt eine blaue legst zur Wahl und Mikkel eine rote legen musst. Wenn ich eine blaue ziehe. Christian, entweder lässt du jetzt gut einfach spielen oder du kriegst einen Schreikrank. Haltet euch fest auf das Schreiduell, da freue ich mich drauf. Halt mal kurz die Hände. So, jetzt. Ziehen wir die magische. Hey, warte. Ne? So weit sind wir noch nicht, Christian. Was soll ich denn sonst voten? Du musst auch noch dein Vote zeigen. Bist du Hitler, Mikkel? Ich hab doch vorgeschlagen. Ja. Das ist egal, Bram. Das ist egal. Das ist trotzdem fragen. Oh, Bram. In dem Fall nicht, nee. Also, das wäre doch geil Stelle gewesen, wenn er seine Karte geschmissen hätte. Wie awesome wäre das gewesen, bitte? Ich predikte jetzt. Komm, entweder zwei blaue einfach für Mikkel. Also eine blaue verschwinden gar nichts oder gegen Mikkel wird gleich Christian fronten. Natürlich. Also entweder der eine oder der andere. Oder wir haben 2 Liberale, wir haben gewonnen. Ja. Unwahrscheinlich. Ja, das ist unwahrscheinlich. Darf ich mal kurz fragen? Also die einzige Möglichkeit ist, dass ich jetzt eine blaue verschwinden lasse bei Nein, Sepp? oder Mikkel lässt jetzt eine blaue. Oh, welch ein Wunder. Ich habe 2 rote bekommen. Ich habe 3 rote gehabt. Ja, natürlich. Also Mikkel hatte 2 rote, ich habe 3 gezogen. Hey, ich habe auch im Lotto gewonnen. Auch seid ihr jetzt enttäuscht, weil sich niemand anbrüllt oder was? Ich wollte gerade sagen. Ein bisschen schon, muss ich sagen. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Du darfst die nächsten 3 Policy-Karten angucken, genau, Christian. Dann könnte ich. Darf ich währenddessen. Du darfst sie sagen, du musst sie nicht sagen.
Also, ja, aber darf ich reden, weil ich ziehe? Direkt? Naja, klar darfst also, du sagen, was du ziehst. Also, okay, du musst ja kein auch gelogen sein, kannst du ja sagen. Ja, Moment, sagen. Aber ist also, für, also jetzt, ich, das ist, weil wir die Regel ja noch nicht allzu oft hatten mit dem 3K1. Ist nicht das Smarteste, wenn er einfach sagt... Umgedreht. Ich habe noch nicht umgedreht. Und man denkt dann, also nicht uns zeigen, nur sagen, ne? Ja, klar. Aber ist nicht das Smarteste für die Liberalen, wenn er wirklich 1:1 sagt, was da kommt und wir das mit den nächsten Aussagen abgleichen, oder ist das blöd? Theoretisch schon. Es ist theoretisch, solange wir ihm vertrauen, ne? Ja, die Frage klar. Ist ja genau, das ist ja, halt dann Christian gegen Sepp, ne? Also theoretisch statt. Ja, Chris, also du kannst jetzt für dich entscheiden. Okay, pass auf, ich habe umgedreht. Sepp wird eine blaue ziehen. Blau, rot, rot. Aha. Okay. Sepp, dann bin du kannst ich sehr das Spiel gespannt. Beenden. Die erste Karte, die gleich oben drauf liegt, ist eine blaue. Okay. Das ist eine rote. Das ist auch eine rote. Gott. Das ist eine blaue. Das ist ja viel, das hier finde ich viel schlimmer, als einen zu sagen, zeig mir mal deine Party-Membership-Karte. Das ist ja viel krasser. Moment, Wir haben noch drei Rote. Mikkel, so weit sind wir noch gar nicht. Jetzt wählen wir nicht Hitler. Ja, wähl mich. Ich will nicht wählen. Ich will nicht den Kanzler wählen. Ja, okay, dann überspringen wir jetzt Sepp und Mikkel. Ich nehme Dalu. Wait, wieso willst du den Kanzler nicht wählen? Ja, weil irgendwie, also du hast jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass du Hitler wählst, plus ich habe jetzt noch die Wahrscheinlichkeit, dass du was Falsches gesagt hast. Das heißt, bist du aber, warte mal, ich hätte noch eine Frage. Ist Sepp für irgendwen Fascho? Jein. Darf ich einen Vorschlag äußern? Weil wenn du hast der wählt ja mich und er schießt mich, weil ich eine rote lege. Genau, du dürftest ja auch noch schießen. Da müssen wir auch noch gucken, wen wir da haben. Aber jetzt mal ganz kurz. Darf ich einen Vorschlag machen? Ich möchte nur einen Vorschlag machen. Mach du. Ja, okay. Wenn wir jetzt Sebastian und Mikkel überspringen, mich als Präsident machen und Dalu ich als Kanzler wähle. Ja, nee, ihr habt doch Angst, dass lass mich doch mal ausreden. Nee, musst du gar nicht ausreden. Warum sollte selbst die Macht weggenommen werden? Warum? Weil er eine rote gelegt hat als Präsident. Ja, weil ich drei rote gezogen habe. Ich habe die vierte blaue gelegt mit Dalu zusammen und ihr habt Angst, dass ich Hitler bin. Ich als Präsident kann doch gar nicht Dalu als Hitler wählen. Ben, bin ich ja kein Krisi, sondern Fascho. Hitler, sondern Fascho. Dann kann Sepp lieber mich wählen. Ja, ist ja klar, zwei jetzt dagegen reden, weil wir als zwei Liberale sind. Ist doch logisch. Also ich finde auch, Sepp will Bram und wenn ich verstehe, ehrlich gesagt gerade nicht. Also Bram und Mikkel sind wahrscheinlich Fascho. Genau, warum sollte man mich jetzt gerade nicht wählen? Was ist denn Sepp für ein Liberaler, der gerade sagt, ich will nicht Präsident sein, ich will den Kanzler nicht wählen? Christian. Es geht mir darum, dass ich halt weiß, ich bin liberal. Das heißt, ein Liberaler ist ja weg. So, und irgendwer muss ja Fascho sein. Ich glaube, irgendeiner von Bram oder Jay ist Fascho und du oder Mikkel sind Fascho. Ja, guck mal, dann kannst du ja jetzt dann easy Dalu wählen. Deshalb würde ich Dalu wählen. Ich habe das aber die mega. Das würde ich sogar vorschlagen. Dass ich jetzt drei Rote ziehe, weil nein. Du vielleicht Fascho bist und jetzt gesagt hast, jo, da kannst du mich halt ja erschießen. Ja, dann erschießt Dalu doch einfach, wenn er die Rote legt. Nein, nicht Dalu. Ja, wenn du drei Rote ziehst. Pass auf, ich habe gesagt, du ziehst auf jeden Fall eine blaue. Ja, das stimmt. Das heißt, du kannst entweder Dalu oder mich, wir beide sind ja jetzt sozusagen in dieser Wahl drin, kannst du einen von uns beiden immer noch erschießen. Kannst du auch versuchen, beide zu erschießen. Das Einzige, was ich halt gerade seltsam finde, ist, dass Dalu die ganze Zeit die Schnauze hat. Nicht hinlegen. Ja. Nicht hinlegen, eure Ja oder Neins. Warte mal. Wenn jetzt Sebastian theoretisch der Fascho wäre, die blaue rausschmeißt. Der muss das nicht mehr retten. Ja, lass dich also, nee, machen. Lass mich doch einfach mal reden, Mann! Warum lässt du Jay nie ausreden? Das ja, das ist super nicht. Nervig, Bram. Und Mikkel machen denn. Ich hab meine Entscheidung jetzt gefällt. Ja. Also, wenn jetzt Sebastian diese blaue entfernen sollte und dann schießen darf, weil er halt der Fascho ist, logischerweise, ja, und dann müsste er dann erschießt er gleichzeitig auch noch Christian. Da haben wir zwei Liberale, dann sind wir 2-2, dann haben wir verloren. Oder ich erschieße Dalu, wenn er halt. Will ich nur einmal sagen. Moment, das ist eine super gefährliche Sache. Wenn er Christian erschießen sollte und also Sepp ist Fascho und er schießt Christian liberal, warum sind wir dann 2-2? Ja, wenn Sebastian Fascho ist und du und Christian liberal seid. Ja.
Es ist ja nicht 2 gegen 2. Nur mit 3 gegen 2. Außerdem, ja, selbst wenn wir jetzt zweimal Nein wählen deswegen würden, hören wir bis nicht. Zu okay. dir hast du die gleiche Problematik, dass da 3 Karten liegen und wenn du dann Prisi wirst, du ja. schießen, du könntest Christian schießen, dann macht gar keinen Unterschied. Okay, und jetzt pass ja, auf, jetzt kommt, jetzt weiß ich nicht, wie weit Chris gedacht hat. Chris ist jetzt als Beispiel, anderes Szenario, Chris ist Fascho. Sagt, ja. hier ist blau-rot-rot drinne. Ja. Und eigentlich sind 3 rote drin. Dann ja. muss er davon ausgehen, erschossen zu werden. Dann wäre ja. es blöd zu lügen. Es wäre einfacher zu sagen, da sind 3 rote drin. Was? Wenn er Fascho ist und da eine blaue mit reinschummelt, in Anführungsstrichen, ja. obwohl da keine drinne ist, dann wird er ja 100%ig erschossen, weil der Nächste, der ja. dran ist, Präsident ist. Damit würde er sich ja opfern. Vielleicht hat er nicht so weit gedacht. Ja, vielleicht. Ja. Weil ich bin aber einfach kein Fascho. Ja, genau. Oder halt genau nicht, das. Und hoffe einfach, dass das Spiel ist, ja. jetzt beendet. Ich sehe es seltsam. Das Problem ist, es gibt 2 Möglichkeiten, wie immer. Entweder hat Alu zu der Wahl nichts gesagt, um nicht suspicious zu werden, oder hat nichts gesagt. Leute, ich glaube, diese Runde habe ich so ist, liberal gespielt, wie Dalu sonst. Dalu ist, glaube ich, nicht Hitler. Das wäre krass. Ich glaube, die Runde ist aus. Das ist jetzt die letzte Runde. Dann hätte er ja mal gut gespielt, wenn er Hitler wäre. So gut. Hau dir selber. Komm, Herz der Karten und so. Oh Gott, oh Gott. Dalu bist du Hitler. Oh Gott, Dalu bist du Hitler? Nein. Nice. Dann bin ich jetzt Jetzt hängt mein Schicksal an eurer Fahne. Dalu ist sowas von safe der Liberalste hier am Tisch. Also kannst du sagen, was du willst. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob ich erschossen werde oder nicht. Wenn ich erschossen werde. Ich hab gar keinen Bock zu ziehen. Jetzt zieh. Okay. Wäre schlecht. Wir haben ein bisschen Puls. Das ist schlecht für mich. Die erste Karte es hast du ja schon muss gesehen. Muss eigentlich eine rote kommen, weil 4 Leute dafür Nein! Waren. Doch. Dann ist außer Fascho. Wir haben jetzt gerade 2 Liberale getroffen. Bitte. Nee, die kriegt Dalu. Ja, ich hab sie neu hingelegt. Ich muss Christian Da ist erschießen. Fascho bei. Einer von beiden ist Fascho. Die erste war 100 pro eine blaue. Ich muss oh Christian mein Gott, erschießen. Ist Fascho. Einer von beiden war safe Fascho. Ich gebe Christian noch die Einer Chance von zurück. Beiden Christian kann nicht sein, weil sonst hätte Sepp jetzt nicht gesagt, er muss Christian erschießen, sondern Fascho. Mich. Und ich glaube auch, er... Da könnte Sepp sogar Hitler gehen. Sein, weil er sehr liberal gespielt hat. Okay, Christian, möchtest du sonst noch was sagen, weil... Wieso musst du mich eigentlich erschießen? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Aber du hast gelogen. Warum solltest du als Liberaler lügen? Du könntest jetzt auch versuchen, noch einen anderen Fascho zu erwischen, ne? Ich habe nicht gelogen. Ja, okay, Christian, ich habe 3 rote gezogen. Du hast gesagt, da ist eine blaue drin. Der hat sich auch sehr schnell auf Christian geschoben. Der hätte genauso gut Dalu den schwarzen Peter unterschieben können, sagen, Dalu hat eine blaue und eine rote gegeben. Sepp ist entweder Fascho oder, weil er so liberal gespielt hat, er ist sogar Hitler. Der Nächste, der schießen darf, erschießt Sepp. Ja, okay. Dann bin ich das Christians letzte Worte. Oder möchtest du noch was fragen, Dalu? Ja, weil, also, Leute. Weil. Was, warum Überlegt ich gesagt euch, hab, warum ich gesagt habe, dass jetzt auf jeden Fall eine rote kommt, ist, weil mehr Leute dafür waren, als möglich waren. Also, Mikkel, hier Bram war auf jeden Fall in der Stimmung, dass jetzt eine blaue kommt, also so in die Richtung. Christian war sich eigentlich sicher. So, und. Ich glaube, die Einzigen, die da jetzt nicht so wirklich geredet haben, waren halt Sepp Mikkel und halt Jay, der mich da halt in die Inno-Rolle schiebt. Also ich glaube wirklich hundertprozentig, dass Chris liberal ist. Ja, glaube ich auch. Dankeschön. Sepp der Fascho. Ja. ja. Oder Hitler. Kann ich ja nur nach... Ja, okay. Okay. Und jetzt haben wir nämlich das Problem, dass wir raten müssen. Wieso haben wir ein Problem? Ja, ich habe 3 rote gezogen, ja? Wir haben ein großes Problem. Du bist raus. Also unabhängig davon, das ist halt dieses 1 gegen 1. Wie? Es ist Aussage gegen Aussage. Wir können dir nicht vertrauen. Aber Christian hat 2 blaue gelegt. Und für Christian wäre es schlauer gewesen, einfach keine blaue dahinten. Also Christian ist Fascho und sagt, da ist nur blaue bei. Er hätte einfach sagen können, sind 3 rote. Es wäre klüger gewesen, dass wären 3 rote drin und er hat 2 blaue gelegt. Und deswegen und ist es halt so, also ist Christian für mich liberal. Aber vielleicht hatte er gehofft, dass ich halt über, dass halt der Nächste... nicht ich schieße, sondern der dann gefrontet wird. Ja, weil aber es schießt doch immer der weil Präsident genau ist. Genau das jetzt doch passiert. Es wird der gefrontet. So okay. Christian hat so war so liberal. Wenn da der tot ist, kann er nicht Hitler gewesen sein, weil der hätte halt auch Hitler sein können. Fast schon nicht, dafür hat er zu viele blaue gelegt. Das heißt, du musst es sein. Wir müssen jetzt im Dreieck Mikkel, Bram und Jay wählen. Alles kann nicht wahr sein. Das sind die ich beide als Fascho erst betitelt hatte.
Ja, wie üblich lagst du falsch, Jonathan. So, wow. Das ist ja hier Pest oder Cholera. Okay, was machen wir jetzt? Hey, Mikkel, ich bin kurz AFK, das ist deine Entscheidung. Was machen wir jetzt? Ich weiß, dass ich liberal bin, aber was, das hilft ja euch nicht. Vertraut ihr mir oder nicht? Also ich glaube eher Jay als Bram, muss ich sagen. Okay, es steht für beide Parteien, stehen gute und schlechte Sachen da. Ich habe bis jetzt nur an einer roten mitgewirkt, Jay schon an zwei. Nee, Bram, das ist bei dir auch immer wieder mehr so, was du zwischendurch sagst und wie du dich gibst und so. Okay, jetzt pass auf, der Gedankengang, Mikkel, der Gedankengang, warum ich von Bram ganz kurz gedanklich weg bin, also von Jay auch, deswegen du musst entscheiden. Bram war halt so safe dafür, ja, Sepp wählt Dalu, ist eine gute Idee, ist super top. Weil er ja wusste, dass er die Rode legen wird. Bram. Und jetzt kann ich nicht mehr gewählt werden. Pass damit auf. Bin ich raus. Das ist cool für mich. Lass uns das dann so probieren. Ich werde der Präsident und Mikkel wird der Kanzler. Nee, lass doch dann, pass auf, dann mache ich doch einen Innocent-Move. Lass doch ein zweimal Nein stimmen und Dalu Präsi werden. Was haben wir damit gewonnen? Nee, ja, ja, wir haben einen Innocent-Move. Geht nicht, komme ich nicht dran. Ja. Ja doch, leider, du kommst dran. Nein, dreimal Nein müssen doch, wir doch, du wählen. Kannst doch, wir können doch dreimal Nein machen. Entweder kommt eine blaue und wir haben gewonnen und wenn eine rote kommt, verfällt der Schuss. Nee, und dann bist du Präsi. Aber dann muss ich aber gegen drei Leute. Das ist zu gefährlich. Schwierig, ja. Aber ist eine interessante Idee, finde ich eigentlich gut. Finde ich eigentlich gut. Also dann, weil der Schuss verfällt ja dann einfach. Ah, Bram, ey. Mann, einer von euch. Mikkel, deine Entscheidung. Oh, hier klingelt es gerade. Eigentlich muss ich mir eher die Frage stellen, bei wem glaube ich, dass er eher Hitler ist. Würde Bram so einen Move sagen, wenn er Faschist wäre? Das meine ich nämlich, weil der ist ein kluger Move. Ja, ich überlege gerade. Aber guck mal, wir sagen einmal Nein, ist er hier, zweimal Nein. Genau. Sagen dreimal Nein und decken eine Random-Karte auf. Genau, ey, entweder haben wir gewonnen, oder wenn Rot kommt, dann verfällt der Schuss, weil das gilt ja nur bei... Ja, aber dann haben wir One-on-One und dann könnten wir mit Pech halt dann haben wir nicht. Ziehen. Ja, aber dann wenn ist Mick, Dalu. Wenn Dalu aber drei rote zieht, dann haben wir dann haben wir eine rote verschenkt. Dann gibt's wenn Veto. Dalu drei rote zieht. Also was spricht dagegen? Das ist doch die perfekte Lösung. Boah, wir waren doch nicht so. Gibt wir es hier die perfekte Lösung bei diesem Spiel? Nein, bei dem Spiel ist immer random shit. Ja. Da können wir alle davon überzeugt sein, dass Dalu Inno ist. Ist das die Lösung, die wird gehen sollen? Von wie vielen Blauen gehen wir denn noch in diesem Stapel da aus? Ja, und null im Zweifel. Aber wenn die gezogen wird, dann wird neu gemischt. Also entweder ist da noch eine blaue drin und wenn vorher eine random gezogen wird, eine rote, dann wird der Stapel auch neu gemischt. Ich glaube eigentlich eher... Okay, stopp. Ich habe also auch was. Wie funktionieren die Veto? Ihr wisst, wie die Veto-Sachen ja, aber funktionieren. Der Kanzler muss Veto sagen und dann muss der Präsident dazu sagen, okay, ich gebe statt ja. dem Veto oder nicht. Okay. Wenn nicht, wenn er Nein sagt, dann wird trotzdem gelegt. Okay, jetzt muss ich Bram aber was richtig Smartes zuschieben. Und zwar, die Idee mit der Random-Karte ist gut, aber es gibt nur noch drei Karten. Hier wird noch blau drinne sein. Das weiß Bram gegebenenfalls auch. Wenn wir random wählen, kommt eine weg und wir mischen. Die Chance, dass dann die blaue oben liegt, ist geringer. Dalu, nee, das ist too much, das ist too much, glaube ich. Ich glaube, das ist wirklich too much. Warum können denn hier in einem Sechserstapel nicht zwei blaue drin sein? Ich glaube, hier ist halt eine drin. Ja, warum geht das nicht? Wenn eine muss doch drin sein, die Sepp weggelegt hat. Ja. Muss nicht, ja, oder? Ja, und da ist noch doch, eine schon. Drin. So, und dann also kann Sepp wird eine weggelegt haben. Genau, wenn Sepp eine weggelegt haben wird, ja, dann wird doch hier in dem Sechserstapel auf jeden Fall eine sein. Das heißt, in dem Dreier ist entweder noch eine drin oder sogar null. Aber weil vorher noch eine verschwunden ist. Die würden wir halt garantiert ziehen. Mikkel? Wenn da eine drin ist. Bist du liberal? Ich bin liberal, ja. Aber ich bin gerade auch komplett überfordert, wenn ich ehrlich bin, von den ganzen Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten, die wir haben. Also ihr habt doch Angst, Meinung dass ich Hitler bin, oder? Wie funktioniert das Spiel, wenn nur noch zwei leben? Also nehmen wir an, Mikkel ist Faschist, wir wählen irgendwas, Mikkel erschießt einen Liberalen. Ist dann instant vorbei? Dann wird die ganze Zeit Nein gewotet. Ja, wird dann die Random-Karte aufgedeckt oder haben die Faschos gewonnen? Ne, ja, Random-Karte wird aufgedeckt. Dann wird halt die ganze Zeit random gelegt, im Zweifel. Bis man irgendwer umfällt von den Liberalen. Ja, es geht mir nur darum, wird halt random aufgedeckt oder gewinnen die Faschos, weil sie auf zwei sind. Random aufgedeckt. Nee, das ist nicht wie bei Moras. Hallo, darf ich dir mal eine Frage stellen? Was glaubst du, wer ist von Jay oder Bram eher Hitler? Also Bram könnte wirklich
Das ist, also beide haben halt natürlich in dem Spiel, jeder versucht so liberal wie möglich zu spielen. Ja. Die und, zu blaue gelegt. Ja, das, ich finde auch immer dieses Argument, der war zu liberal, finde ich immer nicht gut, weil ja, aber das ist halt genau immer das liberal das, sein genau. wollen. Und deswegen, ja. Ich spiele die ganze Zeit liberal, obwohl ich nicht mitspielen darf. Ja, das stimmt auch. Ja, also Bram, du hast schon einige kluge Dinge gesagt, das muss ich dir lassen. Und Jay war auch laut zumindest. Also, war auch laut. Ich tue mich wirklich schwer damit. Dieses Random-Ding, da bin ich kein Freund von. Den müssen wir auch nicht. Komm, Mikkel, entscheide einfach. Ah, ich glaube nicht, was dass... was ist denn, wenn ja, Bram, Dalu hat doch Angst, dass ich... Dalu hat doch Angst, dass ich Hitler bin, oder? Na, im Endeffekt kann... Jeder von euch drei lass kann Hitler mich doch sein. Präsident werden. Nein, bist du bist Hitler? Nicht Präsident. Ich bin nicht Hitler. Ich bin... Ganz ehrlich, wenn ich Hitler wäre, wäre der erste Move doch mein Aus gewesen. Warum hätte ich denn eine blaue verschwinden lassen sollen? Ja, am Anfang da geholt, du ziehst doch einen Basic-Move. Okay, warum auch immer jetzt... Bram, du willst so hart Präsi werden, Jay. Du willst ja, doch will nur ich ballern. Halt auch. Nein, ich will nicht ballern. Ich will einfach nur beweisen, dass ich halt... Jetzt also, ist aber die Zeit Angst. Vorbei für Beweis. Wenn du liberal spielst, liberal. Egal, ob du gewählt ich bist bin oder liberal. Nicht. Wenn so wie jetzt, ich das halt auch mache. Wenn ich Christian sogar vor, auch liberal wäre und Dalu auch liberal ist, Mikkel, du hast dann haben jetzt wir hier ja eine Fascho oder? Drin jetzt in der Wahl. Ja. Und das ist schlecht. Deswegen mache ich Nein. Natürlich machst du Nein. Ja, weil ich halt liberal bin, das ist doch logisch, dass ich dann Nein mache. Naja, das ist nicht logisch. Aber Jay, wenn du jetzt sagst, wir haben hier einen Fascho drin und jetzt bist du Präsident und wählst mit anderes, warum sollte ich dann Ja wählen? Ist es dann nicht genau dieselbe Ausgangssituation? Okay, ich du kannst das, du musst halt gucken, wem du halt vertraust. Du vertraust mir nicht, meinetwegen, ist mir egal, aber ich muss aus meiner Sicht das so machen. Ich bin liberal. So, gehen wir mal durch. Wir haben vier Liberale am Tisch. Wenn aus meiner Sicht du weißt, dass ich liberal bin, und aus meiner Sicht bist du auch liberal. Und Christian oder Sebastian, einer von den beiden dürfte auch liberal sein. Das heißt, wir haben schon drei Stück weg. Egal, also Christian oder Sebastian, einer von den beiden war liberal. Stimmst du mit zu, oder? Also ja. Einer von denen ist auch Fascho und einer von denen ist liberal. Ja. So, du bist auch liberal. Ja. Ich bin auch liberal, weil ich ja weiß, dass ich es bin. Das heißt... Mikkel ja, oder aber Mikkel Bram sagt sind liberal, dasselbe, einer von dass denen er sagt, Fascho. Ich weiß, dass ich natürlich. Liberal bin und Bram sagt dasselbe. Aber ich will halt nur sagen, aus meiner Sicht muss ich halt Nein wählen, weil es halt dumm ist. Was soll ich halt sagen? Aber ganz kurz, Mikkel und, also wir gehen davon aus, dass Mikkel und Bram beide ja nicht Fascho sein können. Beide können geht ja nicht. Nur, ist also jetzt was soll ich halt machen? Ich muss Nein wählen. Weil ich kann doch jetzt nicht, Ja gut, okay, ja, aus deiner Sicht, ich verstehe das aus deiner Sicht, du musst Nein wählen, aber du musst Nein wählen als Liberaler und du musst Nein wählen als Faschist. Ach so, ja. Du musst Nein also wählen. Also ist deine Aussage wertlos. Also du musst wirklich innerhalb von beiden Rollen musst du jetzt Nein wählen. Wenn du Fascho bist, musst du jetzt Nein wählen und wenn du Liberaler bist, das heißt, Sebastian bist, wird jetzt gleich Nein wählen? Also gibt es keinen Grund, jetzt Bram zu wählen eigentlich, oder was willst du wenn sagen? Wenn er Hitler sein sollte. Nee, also, ja, das Einzige, was ich sagen will, ist, ich kann nur eine Münze werfen, ja, weil ich nur... Das ist absolutes, ich hab doch zusammen mit dir die scheiß Blaue gelegt, die vierte. Mann, warum vertraust du mir denn nicht? Nur wegen diesen alten Scheißspiel! Nein, nicht wegen den... Du hast zwei Rote aber mit reingelegt. Mann, weil ich zwei Rote von dir scheiß Fascho bekommen hab. Du hast nicht zwei Rote von mir bekommen. Natürlich habe ich zwei Rote in der ersten Runde bekommen, du Labersack. Und dann hast du direkt die zwei Rote hingelegt, oder was? Mikkel, das ich glaube, wir haben verloren. Mikkel, ich glaube, es ist vorbei. Ich glaub, wir haben verloren. Ich muss Nein wählen. Ich kann doch jetzt halt Ja wählen. Wieder falsch. Mikkel, wir haben verloren. Okay. Ich sage so, ich habe mir nichts anzukreiden als Liberaler. Ich drücke jetzt Ja, damit wir hier durch sind, oder was? Soll ich das so machen? Ja. Mikkel. Das ist halt einfach nur dumm. Das ist überhaupt nicht. Ich können bin wir liberal. Nicht einfach. Der Bram will doch nur das vorantreiben, ja, weil er vielleicht auch Hitler ist. Kann sein, ich bin kann liberal, ich mach Nein. Alter. Ich mach Nein. Bitte Dalu, hab auch Nein gemacht. Nicht. Ich muss es machen. Ja, bitte, Dalu hat Nein gesagt. Ist Sepp da? Dalu hat Jay, bitte, Dalu, ich sehe dich da. Okay. Bitte mach Nein, Dalu. Bitte mach Nein. Dalu, bitte. Ich hab, Jay, ich hab... Das kann nicht sein, wenn du jetzt... Nein, Dalu. Es ist nur Jay dagegen. Okay, er ist nicht Hitler. Das ist doch schon mal gut, Jay, oder? Das ist eigentlich mehr als gut. Wie er sich aufregt. Ja, also Mikkel kann natürlich jetzt ein Fascho sein oder Sepp oder Jay ist es. Ich bin es nicht. Ja.
Relativ simpel. So, machen wir das jetzt aus. Jetzt die Frage, schießt du mich oder nicht? Natürlich nicht. Natürlich machen wir nicht aus. Das ist so klar. Fick dich, Bram! Nein, Bram! Fick dich! Warum? So Fick ihn, warum? Warum? Weil er schießt, er hätte blaue legen können. Er schießt doch Sepp! Er ist doch nicht Hitler! Nein! Oh mein Gott. Ich sage doch! Ich hab es doch gesagt! Nee. Hier werden Faschos erschossen. Keiner auf mich hört, Mann! Nee! Salut und Jay, seid ihr? Nein, oder Mikkel, Sepp? Du musst Alter. Es sein. Weil ich bin es nicht, nein. Interessant. Mikkel hat einfach Mikkel nicht gerade. Dalu, ruhig. Mikkel hat gerade so einfach nicht im. Mikkel hat einfach gerade nicht nachgedacht, weil er eine blaue abgelegt hat und Bram halt die rote gelegt hat, weil er hat der andere Faschos mit Sebastian. Doch, Mikkel, du bist liberal. Du hast gerade noch nicht nachgedacht. Ja, ich bin liberal, das stimmt. Danke. Ja, aber dann erschießt doch Sepp. Ja, er hat nicht nachgedacht. Ich wollte den Fascho erschießen. Mein Gott. Meine Güte. Wenn ihr beide es seid, bin ich richtig sauer. Alter, Dalu. Wir haben jetzt eh verloren wegen dieser Scheiß gerade. Scheiße gerade. Aber was ist, wenn Dalu jetzt noch Hitler ist? Der steht doch nur Hitler. Alter, ich raste aus. Aber wir hätten auch mit dem Schuss gewinnen können, Jay. Hä? Er hätte Mikkel mich genommen, ja. Nein, hätte Mikkel einfach Sepp erschossen. Jay ist sowas von Fascho. Ja, ist klar. Wenn jetzt, also wenn Dalu und Mikkel, wenn ihr jetzt umfallt, ne? Dann nehme ich das euch persönlich. Spiel nie wieder Secret Hitler mit euch. Tu die mal darüber, ja. Wurde schon gemischt? Ja, misch die mal. Musst du mischen. Bist du nicht tot? Ich bin nicht tot. Ja, Bram ist tot. Gut. Was? Mikkel ist der Hitler. Das hat mal jemand. Oh, damit hast du aber auch nicht gerechnet, Jay, oder? Okay, wie hoch ist die Chance? Schlecht. Wie viel Glück haben wir, Jay? So, jetzt noch entschuldigen wird oder nicht? Dalu will nicht, komm. Ja, Moment, also es ist jetzt erstmal egal, ich muss ja keinen wählen, oder? Es geht am Ende auf diese eine Karte hinaus, auf die, richtig? Ja. Nein, Dalu will mich, dann bin ich dafür. Wie viele blaue sind da drin? Eine oder zwei? Zwei. Er ist gerade innerlich ein bisschen gestorben. Dann hört sie sich. Oh, scheiße, was dann? Das war schon nice. Aber Bram, du hättest halt auf jeden Fall auch Nein wählen müssen in dieser Situation. Bei dir ist das dasselbe. Oh, aber wen hättest du dann gewählt? So. Dann hättest du doch Mikkel gewählt. Hey, ja. Leute, noch. Ja, aber hätte er Nein gewählt, hätte ich vielleicht vertraut. Noch hat ja, niemand gewonnen. Ja, aber vielleicht hätte ich mit Nein. Ich noch die Karte. Wer will vielleicht umdrehen? Hätte ich ja mit Nein was anderes gehabt. Vielleicht hätte ich ja dann welcher umgefallen dir gegen. Nein, wenn du Nein gewählt hättest, aus dem gleichen Grund, hätte ich ja vielleicht überlegt, dann zu sagen, oh, vielleicht bist du ja doch der Liberale. Du hast mich verklagt, weil ich als Präsi am Anfang mit drei, als im allerersten Move drei Runden. Leute, wir können doch gewinnen. Mann, wir haben eine unglaublich gute Chance. Wir können nicht mehr gewinnen, das ist vorbei. Ist warte mal, wie viele Karten liegen denn da? Warte, soll wir gegenziehen die anderen sieben? Ja. 1-8. Erste Karte. Wie viele blaue haben wir noch? Zwei. Zwei blaue gibt es noch. Ja. Oh! Das Schweine! Die ist raus. 1-4. Nein, jetzt 1-7. Aha. Wir lassen noch drei über. Ja? Genau, lass drei über, wenn es geht. Oh. Okay, das ist die letzte. Die soll jetzt bitte. Okay. Eine noch. 3-1. Und wer dreht um? Jay. Jay hat die Ehre. Jay ist Präsident. Komm, Jay. Jay dreht die Karte in der Mitte um. Das ist die blaue. Nur Lucky. Das ist die Bombe. Yeah! Drehen Sie um. Das ist einfach das Secret Hitler. Das ist richtig gut. Es ist so ein dreckiges Scheißspiel heute. Mikkel, egal was jetzt drunter ist, wir haben das super gemacht. Ich bin auch zufrieden. Komm, blau. 25%. Ihr musstet zu dritt noch gegen einen spielen. 25%. Oh! Ja! Mikkel! Geil! Alter! Bruder! Da werde ich mir eigentlich. Jay, ganz ehrlich, der Schuh, den verstehe ich halt nicht. Warum den Schuh? Ja, du hast mich nicht. Nur weil ich dir gerade nicht vertraut habe. Nein, du hast mich von Anfang an hast du mir nicht vertraut wegen der ersten roten. Ja, das ist halt immer scheiße. Krass. Ja, aber das ist trotzdem das Wahrscheinlichste. Das ist halt der easy Move, ne? Ja.
Also die Liberalen haben sich wirklich ein bisschen gegenseitig zersetzt hier. Ja, krass, ne? Fand ich halt auch. Also ich dachte du mir musst so, das ja. Opfer, wenn du halt, so, weil du halt einen aus dem anderen Team nimmst. Jay hat es eben ganz gut gesagt. Sepp oder Chris müssen Faschung gewesen sein. Also egal, wie du. Ja, genau, davon bin ich ja auch aus. Warum nicht hat der Bram nicht gewesen. Gerade das heißt, du hast auf jeden schon mal einen weggehabt. Und das ist warum? Krass, weil du hättest genauso gut Fasche sein können. Dann ja, aber ich habe das doch Mikkel versucht, vernünftig zu erklären. Also, dann ziehe ich mir doch nicht den aber Schuh Jay, an. Aber Jay, das, was du erklärst, geht aus jeder Sicht. Wir alle genau. Haben dieselbe genau. Ausgangssituation. Das Einzige, was nur gepasst hätte, ist, wenn wir Nein, Nein, Nein gewählt hätten, bis Dalu. Dann wäre ich dabei gewesen. Alles andere lieber ich als du. Okay, das heißt, ich war aus deiner Sicht, Bram, also eher Fascho als Mikkel. Nee, ihr wart gleich. Also, als Jay ja, aber meinte, doch, war es ja, sonst hättest du ja nicht Ja gemacht, sonst hätten wir ja Nein gemacht, bis wir halt dann, du und ich dann zusammen gewählt hätten. Nein, wir hätten Nein machen müssen, bis Dalu Presi wäre. Das war der einzige, ich ziehe mir definitiv nicht den Schuh alleine an. Jay, nee, das Problem ist einfach nur, darum. Du hast, als du erklärt hast, dass du Nein wählen musst, das ist hundertprozentig richtig aus deiner Sicht. Das ja. Problem ist, du kannst bei diesem Spiel, hast du nie 100%. Das heißt, du musst dich irgendwann auf irgendeinen Shit einlassen. Ja. Warum du Nein gewählt hast, das ist völlig logisch. Ja. Genau, aber genau so hättest du auch Nein gewählt, wenn du Faschung ja. Gewesen wärst, weil du nicht wolltest, dass die Wahl durchkommt. Aber sowohl Dalu als auch Bram haben mir halt nicht genug vertraut, als dass wir ja. Halt, als dass ja, alle Nein hätten sie wählen. Dir denn vertrauen? Genau. Ja, weil ich doch die fucking vierte Blaue unter anderem gelegt habe. Auf der anderen Seite muss man ja auch mal sagen. Ja, ist doch scheißegal. Da musst du halt versuchen, halt auch wenn ich die ganze Zeit wie so ein fucking Irrer. Die hätte doch auch Hitler sein können. Du hättest doch der sein können. Deswegen hab ich doch die ganze Zeit gesagt, ich will Präsident werden. Ja. Also, weil ich nicht Hitler bin, weil ich ja, doch aber nicht. Das kann doch keiner das hab ich wissen, die ganze Zeit gesagt, ich will nicht Kanzler werden. Ich hab auch gesagt, dass ich liberal bin. Ja, ich hab aber doch die ganze Zeit gesagt, ich will nicht Kanzler werden, nee, weil ihr doch alle denkt, ich wäre Hitler. Ich wollte dich Schippe und Mikkel also nicht ja, lassen. Ja, weil du mir nicht vertraut hast. Das ja, genau, ja, so wie du mir nicht vertraut hast, wegen der ersten Roten. Aber so funktioniert doch das Spiel. Das also du musst dich doch am Ende einfach entscheiden, wem du glaubst. Oder halt du kannst dir doch nicht vertrauen. Ja, Mikkel und Sepp haben das verdammt gut gespielt. Ganz ja, einfach. Auf jeden Fall. Muss man sagen. Wir hatten ja, so. Eigentlich hatten wir super viel Pech, weil wir nebeneinander saßen. Das war super kacke. Deshalb war ich sehr glücklich, dass wir Jay und Bram übersprungen haben, dass wir das durchgekriegt haben. Das war echt lucky, sonst hätten wir direkt verloren. Und am Anfang habe ich drei rote gezogen. Wir haben gar keine blaue, glaube ich, weggemacht. Oder Mikkel, hast du eine blaue weggemacht? Ich glaube, nee, ich habe eine verschwinden lassen, ja. Ich finde, das Spiel wirkt am Ende immer, wenn ein Team verloren hat, so salty, in Anführungsstrichen. Ja, dabei fand ich die Runde eigentlich so spannend. Also ja, ich finde tatsächlich die Sechser-Variante ganz eine geil, Regel. Unter die Karten zu gucken. Hm. Wir haben eine Regel vergessen, Mikkel. Genau. Ne? Ja, wenn ich liberal bin, Team. Bist du Fascho. Ja. Einfache Regel, ja. Chris hat mir ein bisschen leid getan, dass ich ihn da halt liquidiert habe. Aber dafür warst du war halt super. Für mich confirmed. Theoretisch nimmst du halt von zwei Faschos nimmst du einen vom Tisch. Entweder der erschossen wird oder der geschossen hat. Ja. Deswegen super fand ich smart, halt weil krass, wie schnell Mikkel mich erschossen hat. Ja, ich wusste so leid. Ja, aber da habe ich halt rumgeschrien, aber Jay sagt ja, dann, nee, dann ist er einfach nicht. Genau, da hätte Jay drauf kommen müssen, so schnell wie der mich erschossen hat, dass Mikkel mich nur stumm. Aber war ja egal, ob er drauf gekommen wäre oder nicht, war ja egal. Sobald Mikkel geschossen hat, hatte der. Aber das ist ja egal, er hätte ja gar nicht. Genau. Da war es vorbei. Ja, also wir, haben ja, das, wir haben das verloren, das Spiel, können. Als Sebastian und Dalu die Wahl hatten. Nee. Ihr habt es verloren, als klar war, dass Sepp und ich Fasche sind. Als Christian lebte. Doch, ich hab doch noch. Naja, aber ich verloren also, bei der ersten Karte. Ich sah da gar nichts zu, ich bin dazu ich fixiert. Du spielst am Ende halt 3 gegen 1, da hast du ja nicht verloren. Bin dazu ich fixiert. Wir waren Überzahl. Also, Sepp war ja einfach raus, gedanklich. Ja. Sepp erschießt Christian, Sepp war damit weg. Dann waren wir 3 gegen 1. Genau. Also, da war doch eigentlich alles gut für uns. Und wir deswegen wollte Sepp halt auch weder Seite. Schießen am Anfang noch Präsident, also der wollte nicht Präsident werden, Kanzler werden und auch nicht schießen. In der Sam, ich fand deine Idee halt so gut, aber das ist natürlich halt, wie gesagt, so deine Idee aus liberalen Sicht, immer super, aber es gibt ja, egal was du in dem Spiel tust, die ist, kann genau andersrum genauso gewollt sein. Ja, aber aus Faschosicht wäre meine Idee schlecht gewesen. Ja, außer du wusstest halt, dass hier halt vielleicht noch eine blaue drin ist und die Chance lieber eine Karte hätte ich das wissen kippen. Sollen. Aber du wusstest natürlich, dass Sepp vielleicht dann eine weggeworfen hatte. Du wusstest, wie viele noch drin sind. So, weil, also es ist ja, es kann also lieber, also wenn da 3 Karten sind, du willst halt nicht, dass die safe blaue kommt und willst halt hoffen, dass auf 33%, auf 66% eine rote gezogen wird. Bram, sein Weg war eure einzige Chance, also das ist so zu gewinnen. Ja, es ist super. Also ich finde, das ist halt super schwer und ich finde, es ist immer so schwierig, dass man halt irgendwem die Schuld dafür geben will. Aus deiner Sicht ist das Spiel immer einfacher. Ja. So. Wenn er alles weiß, ist es halt immer einfach. Ja. Es ärgert mich total, dass ich
wieder zu sturköpfig war und nicht Bram auch mal überlegt hatte zu vertrauen im Nachhinein. Da muss ich echt dran arbeiten als Liberaler. Das fuckt ab. Das ist richtig dumm gewesen. Ansonsten, ja, musste ich halt schreien einfach. Was soll ich halt machen? Ich will halt nicht aufgeben. Bis zum Ende. Naja. Darling. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss.